Willkommen zurück bei Hades 3 ODST. Neuer Banshee, neues Glück in einer neuen Mission. Wir müssen da vorne jetzt aussteigen und so ein Knöpfchen drücken. Aber so gut sieht es auch nicht mehr aus. Bessere Zeiten, glaube ich, gesehen, das Ding. Kann nicht auch sein, dass einfach nur in dieser Mission die Squids abschießen nichts bringt. So, nach oben fliegen und von oben die Pisser stilvoll ausräuchern. Dann sterben die nämlich am einfachsten. Tschüss. Oh, das ist wieder ein Squid Hole. Die Explosion wäre beinahe schief gelaufen. Ich glaube, ich sollte mir einen neuen Banshee holen. Gibt es da hinten Lebensenergie? Sieht so aus. Dann hole ich mir nämlich die da hinten mal. Ja, ja. Ich gehe da gleich zurück. Aber ihr bringt... aber ich bringe euch halt einfach mal gar nichts, wenn ich tot bin. Also dachte ich mir, hey, Magus, dachte ich mir, holst du dir mal fett neues Leben. Das geht auch immer ab, also neues Leben sollte man nicht verachten. Das ist immer super. Was sind wir denn da oben? Noch ein Squid Hole. Dann hauen wir das auch mal weg. Tschüss, Squid Hole. Da oben ist noch eins. Da unten ballert fröhlich was durch die Gegend. Ach, das ist so einer. So ein Spielverderber. Weil er meint, er müsste hier einen auf dicke Hose machen. Ach, da hat noch einer überlebt. Ja, welche Tür? Da oben werden unsere Leute ganz schön beschossen. Nicht auf mich schießen, ihr Vollpfosten. Ja, welche Overall? Ja, ich sehe... Ah, jetzt wird es mir auch angezeigt. Ich kann halt schwer was drücken, wenn ihr mir nicht sagt, wo. Ja, das hat man früher alles in Videospielen rausgefunden, ohne Overlays. Aber... Achso, ich muss da gleich durch. Hat mich irgendeine Handynummer angerufen, die ich nicht kenne. Ich dann gleich mal gucken, 10 Minuten mal zurückrufen. Was für eine Handynummer das war. Guck mal. Ist das asozial, euch die Waffe zu klauen? Ich glaub nicht. Ich meine, ihr wollt das ja. So. Okay. So. Hammertyp! Scheiße.
Fuck it. Hier sind Getarnte. Das finde ich jetzt prinzipiell nicht so cool. Okay. Alter. Die wollen es jetzt aber echt wissen. Der hat so krasse Überstrahleffekte. Der Pisser. Und was viel schlimmer ist, an dem prallen Klebesachen ab. Aber jetzt ist der Hammer mir. Hammer. Tschüss. Ja. Missionssymbol wird nicht angezeigt. Dann wahrscheinlich da hinten in dem Büro, ha? Das könnte ich mir vorstellen, dass hier in dem Büro irgendwas ist. Nee. Ah, doch hier. Yippie! Tür ist offen! Oh, fuck. Naja. Ein Scarab finde ich jetzt insgesamt auch eher so mittel. Leider ist da mein Banshee abgehauen. Was nicht so cool ist. Scumbag. Joa. Ich habe jetzt einen coolen Hammer. Aber wahrscheinlich keine Gegner in Reichweite. Obwohl da hinten... Die sorgen dafür, dass ich da was machen kann. Gut. Sehr schön. Das war jetzt eher blöd. Troopers, I got bad news. What? You really are gonna make us walk out of this city? We got a scarab right by our exit. Da hinten ist ein Banshee. Wenn ich da ganz schnell hinrenne, habe ich vielleicht Glück. Das ist so weit im Abseits. Vielleicht habe ich Glück. Evade or destroy scarab. Ich würde mal sagen, wir probieren es am Destroyen. Das ist nämlich immer cool. Weil man mal weiß, wie es geht. So muss man hier landen. Den Hammer nehmen. Jeden hauen. Und irgendwo hier ist dann eine Möglichkeit, das Ding auszuschalten. Nämlich hier. Ich muss hier weg.
Weil das Ding haut's gleich richtig in zwei. Yes! Das Problem ist nur, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ohne Banshee oder sonst irgendwas. Vorne ist zumindest ein Banshee. Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Was Kacke ist. Irgendwie hinkommen. Fuck it. Das Problem ist, dass auf dieser Insel halt nur dieser Scarab war. Das sind mehrere coole Waffen. Die aber auch leider nicht dafür sorgen, dass ich hier wieder wegkomme. Ja. Hier vielleicht durch? Ah, doch. Ich muss da gar nicht wieder weg. Und da gibt es dann auch wieder einen Banshee für mich. Den ich wieder verwenden kann. Ah, das war ja einfach. Ja, ich glaube, das macht richtig Krach. Wuhu! Action! Na, das hat doch was gebracht hier. Das ist mal einsteigen like a boss. Auf jeden Fall ist das einsteigen like a boss. Keep her steady, Mickey. You doing okay? Just glad we didn't go with your first plan. Look at those tunnels. Ones that aren't flooded are probably packed with buggers. Hell, I wouldn't go down there even if you ordered me to. Come on, Veronica. What could be more important than that carrier? My orders. And Buck, call me Captain. Mickey, turn around. Find a safe place to set us down. What? Why? I lost something. Now I know where to find her. Ich nicht. Und es ist mir auch egal. Ich will ja weg aus dieser Scheißstadt. Aber ich find's ein bisschen schade, dass es kein Achievement für den Scarab erlegen gibt. Oder zumindest nicht auf leicht. Ich hätte es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad hätte es was gegeben. Aber auf leicht halt eben leider nicht. Wir müssen sie immer mit Rookie. Ah, cool. Na, dann befreien wir doch in der nächsten Mission mal Veronica. Aber ich mache hier jetzt Pause, werd gucken, wer mich angerufen hat und so diversen anderen Krempel noch machen. Also, tschüss, macht's gut, bis denne!